Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute möchte ich euch einfach mal Produkte zeigen, die ich noch nicht aufgebraucht habe, die ich aber schon verwendet habe und die ich letzter Zeit erst gekauft habe. Ich möchte euch einfach damit ein bisschen eine kleine Review geben, wie ich die Produkte finde, wie ich mit diesen zurechtkomme und wie meine Meinung allgemein dazu ist. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Und bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als erstes möchte ich mal mit dieser schönen Palette hier anfangen. Und zwar ist es die Mrs. Bella Palette von BH Cosmetics. Die kam ja im Mai raus. Da habe ich sie mir auch gleich bestellt. Die sieht ja so aus. Jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen. Und wer mir auf Instagram folgt, der hat gesehen, ich habe letztens schon ein Hit the Pan erreicht. Und zwar hier bei der Farbe Undressed. Und ich finde diese Palette einfach mega schön. Also mir gefällt diese Palette unheimlich gut. Und gerade diese beiden Töne sind halt richtig, richtig schön. Es sind so schöne schimmernde Töne. Und man kann halt wirklich damit schön was zaubern, finde ich. Also man hat halt wirklich matte Töne dabei. Schimmernde Töne, zwei Highlighter, die verwende ich jetzt allerdings eher seltener. Und was ich auch noch gar nicht verwendet habe, ist die Farbe Vino. Da habe ich mich einfach noch nicht rangetraut, aber auch das werde ich mit Sicherheit noch tun. Und ja, vielleicht nehme ich euch dann mal mit dabei, wie ich mir mit dem Farbton ein Augen-Make-up schminke, weil ich glaube, zum Herbst passt das ganz gut. Und ja, also ich liebe, wie gesagt, diese Palette. Und wer sie noch nicht kennt, wer sie noch nicht mal probiert hat, probiert diese gerne mal aus. Die ist richtig schön. Also die gefällt mir richtig gut und super Qualität, super leicht zu verblenden, richtig, richtig schön. Ja, dann habe ich immer so ein bisschen Probleme mit ölhaltigen Augen-Make-up-Entfernern. Und da habe ich mir zwei Stück besorgt. Einmal von Nivea, der sanfte Augen-Make-up-Entferner. Und den muss ich sagen, der ist echt super. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Der entfernt wirklich sehr, sehr schön die Mascara. Er fettet nicht, so wie es auch draufsteht. Und hinterlässt halt keinen komisch öligen Film auf der Haut, den ich halt überhaupt nicht im Auge vertragen kann. Und ja, also der als Drogerie-Alternative auf jeden Fall super gut und werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere mal etwas Hochpreisigeres aus. Und zwar habe ich mir hier von Vichy einen bestellt. Und zwar ist es der sanfte Augen-Make-up-Entferner für empfindliche Augen ohne Parabene. Und was halt bei dem extrem auffällt, er duftet. Ich glaube, ich muss mal schnell schnuppern. Ja, also der riecht nach Nivea. Ganz gut. Also richtig, richtig gut. Und der riecht so ein bisschen, parfümiert halt einfach. Also ich kann nicht beschreiben nach was. Es ist auch jetzt nicht ultra schlecht, aber es muss meiner Meinung nach überhaupt nicht sein. Also es ist ein Duft, den ich überhaupt nicht brauche. Und ich gehe sehr sparsam damit um, weil der wirklich sehr, sehr teuer ist. Aber der ist halt auch sehr, sehr gut. Also der entfernt Mascara wirklich richtig, richtig schön. Er pflegt die Augenpartie, er trocknet nicht aus. Und ja, also wer gerne mal so High-End, ist es schon High-End? Ich denke schon. Mal ausprobieren möchte, da kann ich euch den hier empfehlen. Er fettet auch nicht, also er hat keinen Ölanteil drin, was halt auch wieder gut für meine Augen ist, weil die mögen einfach kein Öl. Und ja, also wenn ihr mal hochpreisigere Sachen ausprobieren wollt und Augen-Make-up-Entferner sucht, kann ich euch den hier empfehlen. Dann bleiben wir einfach mal beim Augenpartie. Und zwar habe ich mir da einmal von Diaderma das Lift Plus Augenkontur Ultra Glättende Anti-Age Augencreme geholt gegen müde wirkenden Augen. Und den mag ich auch sehr, sehr gerne. Also der Vorteil bei diesem guten Stück hier ist halt einfach, also ich gebe mir den morgens unter die Augen auf und hat so einen richtig aufgepolsterten Effekt. Also ich habe leider so kleine Fältchen unter den Augen. Und wenn ich Make-up drauf tue, dann fällt es extremst auf. Und mit diesem Produkt hier eben nicht. Er pflegt die Augenpartie, er hält sie schön feucht und glättet halt wirklich
unter den Augen. Und also wirklich, den kann ich euch nur empfehlen. Ganz, ganz große Liebe. Wenn ihr auch so Probleme mit so kleinen Fältchen habt, dann probiert den einfach mal aus. Der ist auch nicht ganz so teuer, meiner Meinung nach. Den kriegt ihr bei Rossmann. Ich glaube auch bei DM, bin mir jetzt aber nicht sicher. Also ich habe den bei Rossmann damals geholt und finde den echt super. Dann, ich glaube, in meinem letzten Haul-Video habe ich euch das hier gezeigt, und zwar das Rosenwasser. Beruhigendes Gesichtswasser mit Rosenwasser für trockene und sensible Haut. Also generell, der Duft ist nicht dieser typisch muffige Geruch vom Rosenwasser, sondern so ein bisschen parfümiert irgendwie. Und also ich finde es von der Wirkung her, also was heißt von der Wirkung her? Von der Reinigung her. Sagen wir mal von der Reinigung. Also ich verwende das gerne zum Abschminken und ich werde es auch noch zum Abschminken weiterhin verwenden. Allerdings muss ich mir danach mein Gesicht waschen. Es klebt. Also es ist so, es schäumt so auf der Haut so auf. Also ich gebe mir das auf ein Wattepad, gehe über das Gesicht und es schäumt dann so ein bisschen auf. Und das finde ich irgendwie nicht so cool und es klebt auf der Haut und es ist richtig unangenehm. Also was heißt unangenehm? Es ist halt kein schönes Gefühl einfach. Und ja, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe unter einem Rosenwasser. Da bin ich einfach von dem Rosens sehr, sehr verwöhnt, glaube ich. Und ja, deswegen, ich werde es aufbrauchen, aber ich werde es mir nicht nachkaufen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar hier vom Microcell ein Nagellackentferner. Und zwar ist der für Spezial-Nagellackentferner für weiche und brüchige Nägel. Sieht so aus, der kommt auch in so einem Glasflakon. Und da braucht man auch nicht viel. Und der nimmt den Nagellack picobello runter. Also, ich kaufe normal immer den günstigen Nagellack unter einem Euro von Essence, von DM oder wo auch immer. Also gerne immer die mit Ölanteil, weil die pflegender sind. Aber der im Vergleich zu den günstigen Nagellackentfernern, der schrubbt das Zeug runter, da gehst du rüber und das ist picobello. Und ja, ich habe leider sehr, sehr weiche und brüchige Nägel. Momentan, ich weiß noch nicht so genau, woran es liegt. Deswegen versuche ich einfach alles Menschenmögliche zu machen, damit das vielleicht besser wird. Es wird auch schon besser, muss man auch dazu sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es auch an diesem Nagellackentferner liegt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, also ich finde den halt von der Wirkung her super. Also der schrubbt dir die Nagellacke runter. Das ist der Wahnsinn. Also ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite. Ist halt ein bisschen teurer. 5 Euro kostet da so ein Fläschchen. Aber ja, man hat halt nicht so viel Produkt, was man verbrauchen muss, um den Nagel ordentlich runterzukriegen. Das muss man halt auch dazu sehen. Ja. Ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr die Produkte auch habt, ob ihr die getestet habt und wie ihr die findet. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr, sehr freuen, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!